Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute, könnt ihr es am Titel schon entnehmen, ich stelle euch wieder Teams vor. Und heute für 1,5 Millionen plus 2,5 Millionen. Ihr seht schon, es ist jetzt eine Woche oder zwei vergangen im Vergleich zum letzten Video. Ihr habt wahrscheinlich ein bisschen mehr Coins. Und ich tue auf jeden Fall jetzt mit dem heutigen Video die Leute ansprechen, die auf jeden Fall ein bisschen mehr Coins haben oder Packler-Karten. I don't know. Auf jeden Fall heute 1,5 Millionen Team plus 2,5 Millionen Team. Vorweg, es ist nicht so einfach Teams zu bauen, sage ich euch ehrlich, für so ein bestimmtes Budget. Vor allem, weil ihr kennt sicherlich die Team-Szene gefühlt. Jedes zweite Team sieht ungefähr gleich aus mit, keine Ahnung, Varane, Mondi, Hakimi und so, ne? Aber es geht, also ich habe ohne Spaß, das locker ein, zwei Stunden oder so dran und habe Teams gebaut, aber es ist richtig schwer. Und auch, dass du dann auch gute Spieler halt nimmst, die halt dann auch OP sind. Und, dass alle auf Fullcam sind, aber das ist richtig schwer. Und damit es halt auch nicht so ist wie jedes zweite, also das ist richtig schwer, weil es halt auch noch nicht so viel Special Cards etc. gibt. Aber ich habe mein Bestes gegeben und ich würde sagen, wenn euch solche Videos gefallen, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal kostenlos, verpasst ihr kein Video mehr und wir reden nicht allzu lang rum und starten ins erste Team. Wir sind jetzt bei dem 1,5 Millionen Team, haben da im Tor Donnarumma. Ist, glaube ich, der beste Gold-Torhüter, würde ich jetzt mal so behaupten. Es gibt immer ein bisschen so Meinungsverschiedenheiten, aber er gehört auf jeden Fall zu den Top 3, sagen wir mal. Rechtsverteidiger haben wir Hakimi, ist der beste Rechtsverteidiger in-game. Mit Walker, aber ich würde sagen, Hakimi hat auf jeden Fall die Nase vorne. Dann haben wir Kimpembe. Ihr könnt da auch rein theoretisch Marquinhos hinstellen. Müsst ihr halt gucken, wie das dann mit den Links ist, aber könnte, glaube ich, sogar funktionieren. Andere IV haben wir Varane. Ich sage euch ehrlich, mit der Verteidigung kann eigentlich nichts anbrennen. Da steht ihr auf jeden Fall richtig safe hinten. Linksverteidiger haben wir Mondi. Ist gefühlt jedes Jahr aufs Neue somit der beste Außenverteidiger. Eventuell kann man sich streiten mit Davis, Theo, so die drei ungefähr. Aber Mondi hat da halt, glaube ich, schon die beste Nation, bloß auch noch eine gute Liga. Dann rechter Flügel, rechts Mittelfeld besser gesagt, haben wir Gabriel Jesus in Form. Hat ein gutes Tempo-Upgrade bekommen. 4-Sterne-Skills, Rechtsfuß, Finesse-Schüsse gehen immer noch. Ich habe schon gespielt mit dem Patch. Gefühlt hat sich nichts geändert. Deswegen, also Jesus habe ich rechts. Dann den Staubsauger darf man nicht vergessen. 500.000 kostet der plus minus. Der muss, wenn ihr die Coins habt, muss der in eurem Team drin sein, weil der wirklich ist der beste Sechser in-game als Goldkarte. Ne? Da gibt es Vieira noch, aber als Goldkarte safe Kante. Safe. Links hat dann den Link zu Mondi, haben wir Vinicius Junior in Form. Kostet mittlerweile 300k, aber sehr, sehr gut. 5 Sterne Skills, 4 Weak Foot. Schuss könnte eventuell besser sein, aber gibt ihm da irgendwie was, wo Schießen hochgeht und dann klappt es auf jeden Fall. Und dann haben wir Timo Werner. Zudem sage ich gleich am Ende von dem Team nochmal was. Dann haben wir noch De Bruyne. Der soll so mit Kanté ungefähr die Doppel-6 bilden. Kanté eher einer, der hinten dicht macht. Und De Bruyne dann einer, der auch ein bisschen offensiv kann, der Finesse-Schüsse kann, der 5 Sterne Weakfoot hat, der einen guten Schuss hat. Gutes Player-Model. Von dem her top. Plus, ich spiele in meinem Main-Team, also ist gut, guter Mann. Und dann haben wir im Sturm Sadio Mane 4-4. Also ich sag mal so, ihr seht ja jetzt hier das komplette Team. Und ich sag mal so, wenn ihr jetzt angenommen 2 Millionen habt, dann könnt ihr natürlich auch hier Mane Inform hinstellen, dann habt ihr halt Fullcam, ne? Solltet ihr nicht 2 Millionen oder so haben, holt ihr euch den normalen Mane und macht ihn dann zu LS, dann hat er 7 Chemie bzw. 8 Chemie. Und was ich zu Werner sagen muss, ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Es ist echt nicht einfach, Teams zu bauen. Aber ich sage euch auf jeden Fall so, die Verteidigung in dem Team plus Torwart top. Ich sage euch, das ist so mit das Beste, was du machen kannst. Du kannst vielleicht hier noch einen Van Dijk oder irgendwie einen Maldini oder so. Aber das war's dann auch. Das sind schon echt so, ist schon eine sehr, sehr, sehr gute Verteidigung, die nicht mal allzu viel kostet. Die kostet vielleicht 500.000 gesamt. Also ist wirklich krass. Gut, und dann halt, wie gesagt, ihr könnt dann... Aber ich wollte diesen Martial nicht wieder einbauen, weil der gefühlt sonst in jedem Team ist. Und der nicht mal so gut ist. Aber wenn euch Werner nicht gefällt und ihr sagt, ihr braucht da vorne mindestens 4 Sterne Skills, dann macht er halt Martial hin. Aber wenn ihr eher ein bisschen auf Pace aus seid, dann spielt Werner. Ich sage euch ehrlich, ihr könnt auch Werner einfach über Außen spielen und Vinicius einfach in Sturm stellen oder so. Sodass ihr halt diese 3 Sterne Skills so wenig wie möglich braucht, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber auf jeden Fall, das ist das Team für 1,5 Millionen. Kostet so ungefähr 1,5, bisschen mehr, bisschen weniger. Kommt drauf an, wie die Preise aktuell sind. Aber das ist auf jeden Fall das Team dazu. Und ich würde sagen, wir springen weiter zum
2,5 Millionen Team. So, wir kommen zum 2,5 Millionen Team. Im Tor wieder Donnarumma. Ich habe es eben schon gesagt. Beste Goldkarte, bester Torwart. Top 3 auf jeden Fall. Rechts wieder Hakimi. Also, ich versuche es halt auch OP zu bauen. Ne? Wisst ihr, wie ich meine? Und da gehört er. Ich kann euch jetzt auch hier, keine Ahnung, einen Alexander Arnold hinstellen, damit das Team halt nicht jedes Mal gefühlt gleich aussieht. Aber was bringt euch das, wenn der halt nicht gut ist? So, versteht ihr, wie ich meine? Und dann haben wir hier Marquinhos, auch sehr, sehr gut dieses Jahr. Plus Kimpembe hatten wir eben schon. Und links wieder Mondi. Dann kommen wir jetzt zum Rechtsmittelfeldspieler. Da haben wir Ousmane Dembélé. 5-5. Ohne Spaß, diese Karte sieht gefühlt jedes Jahr aufs Neue gleich aus. Immer 83, immer so 77, 78 Schuss. Immer gutes Dreh. Die sieht gefühlt jedes Jahr gleich aus, fällt mir gerade auf. Auf jeden Fall Dembélé. Super Typ. Ich benutze ihn immer als Einwechselspieler in meinem Main-Team. Aber ich würde sagen, der ist auf jeden Fall auch top für die Startelf. Dann im mittleren ZM, ihr seht das Team am Ende, haben wir Ben Yedder. Hab mitbekommen, der soll gut sein. Ihr kennt Ben Yedder in FIFA, ist gefühlt jedes Jahr aufs neue OP. Gefühlt, die geben dem irgendwie immer irgendwas, damit der krass ist. Aber fragt mich nicht was. Wie gesagt, 5 Sterne Weakfoot, 4 Skills, guter Schuss, Dribbling. Tempo können ein bisschen mehr sein, sage ich euch ehrlich. Aber gibt dem Hunter und dann ist er auf jeden Fall ein bisschen schneller. Links haben wir wieder Vinicius Junior in Form. Ohne Spaß, in der 4-5-1-Formation. Linksverteidiger Mondi plus linkes Mittelfeld Vinicius. Wenn Vinicius nochmal ein, zwei Special Cards bekommt, das könnte so krass sein, dass du da diesen grünen Link hast, ne? Das könnte unglaublich krass werden. Dann haben wir Bruno Fernandes im offensiven Mittelfeld. Habe ich am Anfang immer in meinem Main Team gespielt, habe ihn dann aber mit De Bruyne getauscht. Muss sagen, ich finde De Bruyne einen Ticken besser, einfach wegen Player Model und so. Plus 5 Sterne Weakfoot. Aber Bruno war auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr gut. Wenn ihr mit dem mit rechts schießt und einen Finesse-Schuss raushaut, dann geht er auch eigentlich immer rein. Plus, was er bei ihm sehr gut ist, ist der Perfect Link zu Ronaldo. Und dann haben wir hier wieder N'Golo Kanté. Ich habe es vorhin euch schon gesagt, versucht irgendwie. Er hat eine geile Liga, er hat eine geile Nation. Es sollte nicht allzu schwer sein, Kanté einzubauen. Deswegen versucht irgendwie, wenn ihr die Coins habt, immer Kanté im Team zu haben. Der Typ ist eine Maschine. Plus im Sturm Cristiano Ronaldo. Viele sagen, der ist nicht so gut wie die Jahre davor. Ich sag, er ist trotzdem der Beste, wäre jetzt gelogen, aber der Top 3. Top 2, Top 3. Kann man sich streiten mit aktuell noch Messi wegen Finesse-Schüssen plus Mbappé. Aber vertraut mir, er ist sehr gut. Okay, man kann auch nichts anderes erwarten, aber er ist wirklich, für seinen Preis ist er sehr gut. Gut, ich hab wieder als First Owner, weird flex, aber Chat, nee, wirklich. Also ihr seht auch die Statistik. Der Typ ist wirklich sehr, sehr gut. So, und jetzt seht ihr halt hier das Team. Wieder 4-5-1-Formation. Was ich noch sagen muss, ich habe wieder jedes Team so gebaut, damit ihr 2 Defensive plus 4 Offensive habt, sodass ihr 4-2-2-2, 4-4-2, 4-2-3-1 spielen könnt. Also ihr könnt auf jeden Fall viele Formationen mit dem Team spielen. Und in dem Team ist halt Dembélé der Einzige, der auch nicht auf Fullcam ist, wie im Team davor Mané. Aber ein Spieler ist nicht so schlimm. Er hat ja trotzdem 8 Chemie und es ist halt, wie gesagt, sehr schwer, ein krasses Team zu bauen, wenn ihr nicht irgendwie 10 Millionen habt, wo ihr dann Icon-Sensoren noch reinhauen könnt, wo halt alle auf Fullcam sind, ne? Macht euch gerne Screenshots davon. Okay, dann sind wir jetzt auch am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ihr könnt gerne unten in die Kommentare wieder reinschreiben, was für ein Budget ihr als nächstes sehen wollt. Ich versuche dann mein Bestes. Vielleicht ist bis zu der Zeit dann auch wieder eine neue Special Card rausgekommen oder whatever. Also, ich bin raus und wir sehen uns zum nächsten Video, zu den Weekend League Highlights wieder am Montag. Peace und haut rein.